Der ist richtig. Oh Gott! Fuck! Scheiße, habe ich mich erschreckt. Oh, sieht das schön aus. Oh Gott. Ich muss mich erholen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Beruhigt in alter Frische und ich sehe mich dann mal hier im Zimmer um. Dass sie noch nicht mal sauber gemacht haben. Also, so geht das aber nicht, ne? Da ist was. Ein Verlobungsring. Sehr romantisch. Was steht drin? Für Faye in Liebe. Wer ist Faye? Ja, ne, wer ist Faye? Ist das sonst noch was? Ah, das ist das... Ja, von wegen. Nebenzimmer ist uninteressant. Mhm, klar. Jetzt weiß ich, wie man hätte alternativ reinkommen können. Oh. Puh, der Geruch ist wie Äther. Oh, nur stärker. Mir wird schwindelig davon. Oh, ich kann jetzt Glasscherben mitnehmen. Und das Badezimmer. Hier ist wenigstens kein unheimlicher Vorhang. Aber... Sieht aus wie schwarze Haarfarbe. Ah, ja. Logisch. Aber sonst gibt es hier gar nichts im Zimmer, ne? Oder hast du... Irgendwie in der Vision doch so eine Münze runtergefallen. Die haben sie wahrscheinlich genommen. Huch. Oh, ich dachte eben. Oh Gott, hat mein Herz gerade ausgesetzt. Meine Maus hat rumgespackt. Und was dachte ich? Ich kriege eine Filmsequenz und... Oh, ich habe gerade einen richtigen Herzkasper gekriegt. Weil ich dachte, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Ist echt nichts. Toll, jetzt war ich im Mordzimmer wegen der Vision. Und wegen Glasscherben und einem Ring. Das war ja mal erfolgreich. Bringt wahrscheinlich immer noch nichts. Kommen Sie später. Ja, war ja klar. Ich muss mich etwas ausruhen. Und jetzt? Sie schon wieder, Sir? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Die wiederholen sich alle. Der Geheimagent trudelt wieder ein. Seltsame Typen, ihr Amerikaner. Das sag ich Ihnen. Ich möchte mit Ihrem Boss sprechen, bevor ich Ihnen erzähle, was ich weiß. Man muss doch die Hierarchie respektieren. Lebrun wird Sie nicht empfangen. Es sei denn, Sie haben ein Porträt. Das von dem geheimnisvollen Besucher der Whites am Abend vor dem Mord. Ja, hab ich.
Ganz klar, wenn Kommissar Lebrun von solchen Schutzengeln wie Ihnen umgeben ist, dann kann ja seine Ermittlung nicht schnell vorangehen. Wenn seine Ermittlungen nicht vorangehen, dann ist das seine Schuld. Lebrun gibt sich wahnsinnige Mühe, den geheimnisvollen Besucher wiederzufinden, der die Whites am Abend gesehen hat, kurz vor dem Mord. Er überprüft nicht mal mehr die Zeugenaussagen. Auf Wiedersehen. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Aber ich hab doch... Mann, ich find das so komisch. Da, ich hab doch ein Porträt. Weil im Endeffekt... Wo war der Bericht? Da ist der Bericht, ne? Ja, Autopsiebericht, Zeugenaussage. Keine Brille, kleine dunkle Augen, großer Mund, schmale Lippen und Boxernase. Eckiges Gesicht, kurze Haare, glatt, normale Ohren anliegend. Ah, ich habe wahrscheinlich noch nicht komplett, oder? Also die Boxernase, das stimmte schon mal. Auch mit dem normalen Dings und alles. Glatte Haare. Würde ich eher sagen, die da, ne? Ohren waren anliegend. So. Mein Gott, sieht da mal komisch aus. Keine Brille, kleine dunkle Augen. Schmaler Mund, Bart, Nase, eckiges Kinn, eckiges Gesicht. So. So eher. Ah, der Geheimagent trudelt wieder ein. Seltsame Typen, ihr Amerikaner, das sag ich Ihnen. Nein, okay. Auf Wiedersehen. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann gehe ich nochmal in die Kneipe. Vielleicht erkennt Theo Malea ihn jetzt. Und nun kommt auch noch der Ami angetanzt. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Erkennen Sie diesen Mann wieder? Nee! Aber es hieß ja, keine Brille, kleine dunkle Augen, großer Mund, schmale Lippen. Das hab ich. Und Boxernase. Und eckiges Gesicht, kurze Haare glatt, normale Ohren anliegend. Was versteht man unter normalen Ohren? Was versteht man unter... normale Ohren, weil das finde ich jetzt sind große Ohren eigentlich. Das da? Ich glaube, es hapert nur noch an den Ohren. Und nun kommt auch noch der Ami angetanzt. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Erkennen Sie diesen Mann wieder? Nee! Gibt er gleich nee. Na, die sind es definitiv nicht. Die können es auch nicht sein, das sind große Ohren. Vielleicht das? Na,
Und nun kommt auch noch der Ami angetanzt. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Erkennen Sie diesen Mann wieder? Nee! Ich schlag den gleich. Schlag den gleich windelweich. Jetzt habe ich aus Versehen das Verkehrte auch noch ausgewählt. Und nun kommt auch noch der Ami angetanzt. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Erkennen Sie diesen Mann wieder? Nee! Oh, der will den wahrscheinlich gar nicht erkennen. Verkehrte Richtung, wie ging's raus? Da lang, ne? Ja. Hallo? Hallo? Ich hab mal voll Schiss. Guten Abend, welche Nummer wünschen Sie? Da. Entschuldigen Sie die Störung, Miss. Ich hätte gern die Nummer Elysée. Nimmt wahrscheinlich 15, immer noch nicht 28. Ab. Ich möchte mit Sophia Blake sprechen. Sofort, Sir. Es hebt niemand ab, Sir. Wusste ich. Sie es später noch einmal. Wusste ich. Aber es ist irgendwie. So, auf zur Polizeistation und das Bild nochmal bearbeiten, weil das stimmt so nicht. Definitiv nicht. Sind das auch glatte Haare? Hatte ich die nicht sogar vorher schon mal? Weil er hat, der Portier hat ja auch gesagt gehabt. Die dunkelsten Augen sind das. Der Portier hat ja gesagt, das war der Mann und bla und dies und das und jenes. Naja, mal gucken. Ah, der Geheimagent trudelt wieder ein. Seltsame Typen, ihr Amerikaner. Das sag ich Ihnen. Nein. Auf Wiedersehen. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Ah, Gott. Stimmt der Mund nicht? Nee, das ist aber der schmalste. Das kann nur der sein. Buchsennase. Haare. Der Geheimagent trudelt wieder. Seltsame Typen, ihr Amerikaner. Das sag ich Ihnen. Nein. Auf Wiedersehen. Ganz genau. Okay. Auf Wiedersehen. Ich muss doch funktionieren. Ich dreh durch. Ich weiß, den hatte ich eben schon mal. Theo Malé, sag du doch mal was dazu.